Liebes Tagebuch, heute ist der vierte Tag in Woche 3. Als erstes erzähle ich vielleicht mal noch von gestern. Ich habe es gestern Abend tatsächlich noch geschafft, die Krafteinheit, die ich machen wollte, entsprechend zu machen. Das hat geklappt. Heute stand wieder Schwimmen auf dem Programm. Ich bin wieder sehr zufrieden mit dem Schwimmen. Ich war vorhin schon ein bisschen nervös, weil ich Sorge hatte, ob ich wieder das gute Wassergefühl finden werde, was ich beim letzten Mal ja so gegen Ende hatte. Und ich kann sagen, ja, das hat wieder geklappt. Ziehe es natürlich auf längere Zeit dann nicht mehr ganz so extrem voll angefühlt wie das letzte Mal, aber immer noch gut. Bin jetzt auch die vorgegebene Distanz oder die vorgegebene Zeit geschwommen und ein bisschen weiter gekommen, als im Plan drin stand. Also 50 Meter weiter als geplant. Juhu, etwas weiter gekommen. Das lief super gut. Was ich jetzt mal noch schauen muss, ich habe natürlich bei der Schwimmbrille habe ich einfach irgendeine kurz aus dem Decathlon genommen. Und wenn man die dann länger auf hat, dann merke ich schon, dass es hier an der Nase einfach ein bisschen drückt. Jetzt habe ich auch nicht ganz gerade die kleinste Nase. Kann natürlich da das dann das Problem sein. Wenn ihr jemand einen Tipp hat, was dann eine gute Schwimmbrille ist, immer her damit. Genau, ansonsten stelle ich fest, dass ich jetzt deutlich mehr Schlaf brauche. Also ich muss schon so 9 Stunden schlafen. Dann geht es gerade so. Wenn ich weniger schlafe, bin ich dann doch sehr, sehr müde. Also merkt man die Auswirkungen schon. In dieser Woche jetzt merke ich auch vermehrt, wie es dann doch schwieriger wird, so die Trainingseinheiten immer entsprechend einzuplanen in der Woche. Heute ist es auch wieder relativ spät geworden alles, aber ja, ging schon noch. Deswegen war ich froh, dass ich die Krafteinheit gestern noch machen konnte. Sonst hätte ich die heute noch machen müssen. Jetzt morgens mal Pausetag, das ist, glaube ich, wieder ganz gut. Ja, und was ich jetzt immer noch nicht so ganz richtig hingekriegt habe, ist das mit dem Essen. Ich habe jetzt ja, noch keinen Tag diese Woche mehr als 3.500 Kalorien zu mir genommen. Gestern noch zu wenig. Da muss ich auch noch gucken, wie ich das hinkriege, dass es ein bisschen mehr wird. Jetzt morgen, wie gesagt, Pausetag und am Samstag Radfahren, Sonntag laufen, ja, das wird ja wieder ganz gut. Dann bis dann.